Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt. In meinen Räumen begrüße ich Sie. Ich spreche heute über die Borreliose. Werden Sie sagen, Borreliose? Habe ich doch schon irgendwie mal gehört. Borreliose ist eine Krankheit, die durch Borrelien ausgelöst wird. Borrelien sind Bakterien, die in der Zecke hauptsächlich vorkommen und da rührt auch das Problem für uns Menschen her, weil wir werden ab und zu von Zecken gestochen oder gebissen, wie auch immer Sie das nennen wollen. Wenn eine Zecke die Gelegenheit hat, länger als 12 Stunden Blut zu saugen, dann kann es zur Übertragung von diesen Bakterien kommen. Sie leben im Darm der Zecke und deshalb dauert es eine Weile, bis sie bis nach vorne in die Mundregion der Zecke gelangen, nachdem sie angefangen hat, Blut zu saugen. Also, wenn Sie eine Zecke schnell entfernen, vermindern Sie das Risiko dieser Infektion. Diese Borrelien, diese Bakterien, die man auch Spirochäten nennt, haben eine unangenehme Eigenschaft, nämlich die, dass sie, wenn sie in den Körper gelangen und nicht bekämpft werden, später, Monate oder Jahre später, ganz, ganz schlimme, schwerwiegende Erkrankungen auslösen können, die bis hin zu Lähmungen führen, ja, sogar bis zum Tod führen können. Man kann sie behandeln. Es gibt mit unseren Antibiotika, die wir haben, die Möglichkeit, sie zu behandeln. Wir müssen sie nur erkennen. Und jetzt sind wir beim Punkt. Ich spreche nämlich über die Wanderröte oder das Erythema chronicum migrans oder die Lyme Disease. All das sind Bezeichnungen für das, was diese Borrelienbakterien auslösen können, wenn sie in den Körper gelangen. Und zwar zunächst dort, wo die Zecke war. Es ist also wichtig, zunächst zu wissen, woran erkennt man diese Wanderröte. Wenn eine Zecke sticht oder beißt, dann spritzt sie, damit sie das Blut saugen kann, eine Substanz in die Haut, über die es möglich ist, dass das Blut eben nicht gerinnt und sie das Blut über längere Zeit saugen kann. Auf diese Substanz reagieren wir allergisch, wie bei einer Schnake auch. Und deshalb sieht es auch so aus wie ein Schnakenstich. Sie können das hier auf diesem Bild sehen, das war tatsächlich keine Schnake, sondern eine Zecke. Und diesen kleinen roten Fleck an der Einstichstelle, den kann man speziell bei Zeckenstichen über viele Tage, bei mir zum Beispiel als einem blonden, hellen Hauttyp, über viele Wochen sehen. Und das ist normal. Da brauchen Sie nichts weiter machen. Sie wissen nur, über längere Zeit, da hatte ich mal eine Zecke. Und diese Rötung entsteht unabhängig davon, wie lang die Zecke dran war. Deshalb ist das kein Beweis dafür, dass sie sehr lange dran war, wenn Sie einen solchen roten Fleck sehen. Aber, und jetzt kommt der Punkt, diese Wanderröte, die tritt später auf. Frühestens, man sagt, frühestens eine Woche bis mehrere Wochen nach der eigentlichen Stichverletzung kommt es zu einer erneuten Rötung, die größer ist als dieser kleine Fleck am Anfang. Und das muss nicht unbedingt ganz deutlich sein. Das kann eine ganz leichte, diffuse Rötung sein, die, wenn man sie am nächsten Tag und am übernächsten Tag genauer anguckt, größer geworden ist. Diese Rötung wandert. Deshalb dieser Begriff Wanderröte. Man kann es leicht identifizieren, indem man den Rand dieser Rötung mit einem Kugelschreiber markiert und dann einfach schaut, am nächsten Tag ist diese Rötung über diese Markierung hinweggewandert. Auf diesem Bild sehen Sie jetzt eine Wanderröte, die schon einige Zeit bestand, schätzungsweise 1,5 bis 2 Wochen. Ich habe diesen Patienten gesehen und einfach für Sie jetzt zur besseren Veranschaulichung einmal diesen Rand dieser Rötung markiert. Wenn Sie genau hinschauen, dann sehen Sie diese Rötung nur noch als Wall. So ist es auch, wenn die eine gewisse Größe erreicht, diese Rötung, dann blasst sie in der Mitte ab und dann sieht man praktisch nur noch am äußeren Bereich diese Rötung. Aber das ist weitgehend wie ein Kreis, ringförmig.
Und es wird, das sehen Sie an diesem Bild, immer schwieriger, das zu erkennen, je größer dieser Ring geworden ist. Der arbeitet sich quasi zentrifugal von der Stichstelle weg. Je länger diese Wanderröte besteht, umso schwieriger wird sie zu erkennen. Und tatsächlich ist es so, dass man viele Wanderröten nicht erkennt. Wenn Sie sie aber erkennen, dann sollten Sie zu Ihrem Arzt gehen, ihm sagen, an der Stelle war möglicherweise ein Zeckenbiss. Zumindest ist das eine Rötung, die wandert, und dann weiß der Kollege sofort, was zu tun ist. Und wenn diese Behandlung, die eine gewisse Zeit lang stattfinden muss, dann zu Ende ist, dürfen Sie davon ausgehen, dass die Borrelieninfektion auch tatsächlich beherrscht ist. Wespenstiche. Wespenstiche gehören zu den Dingen, die häufig einen Telefonanruf oder einen Besuch bei mir in der Sprechstunde verursachen, deshalb dieses Video. Wespenstiche führen zu einer heftigen lokalen, also örtlichen Reaktion an der Haut. Sie tun weh und meistens sind sie am nächsten Tag schlimmer als am Vortag. Ohrenschmerzen. Jeder, der selbst mal Ohrenschmerzen hatte, weiß, wie schmerzhaft das ist. Und es ist mir absolut klar und auch, es ist auch mir auch verständlich, dass man da Hilfe braucht, wenn ein Kind brüllt und brüllt. Wenn es alt genug ist und es äußern kann, dass es Ohrenschmerzen hat, umso besser, dann weiß man wenigstens, mit was es zu kämpfen hat. Antibiotika. Ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich Arzt sein kann in einer Zeit, in der es Antibiotika gibt. Ohne Antibiotika sind bestimmte Krankheiten einfach nicht behandelbar. Früher waren bestimmte Krankheiten tödlich oder endeten mit schlimmen, bleibenden Folgen.